Anschlusserkettung kann man ausschnitzen, kann ich wie folgt Stellung nehmen. Nun, es ist nicht nur einfach das Schwitzen, sondern es ist das Fieber, welches das Immunsystem ganz stark aktiviert, welches gegen Erkältungen kämpft. Wenn man also eine Erkältung oder eben auch einen grippalen Infekt, wie es heute sehr aktuell ist, eigentlich bekämpfen will und man ist herzgesund, kann man jeden Tag ein Überwärmungsbad machen. Man muss zuerst viel Lindenblütentee mit Zitrone und Honig trinken. Lindenblütentee fördert das Schwitzen und die Feuchtigkeit der Schleimhäute, und Honig verbessert den Schleim. Und dann muss man das Bett vorbereiten mit einem Tuch und man geht in ein warmes Bad und heizt langsam auf mit heißem Wasser. Man muss das messen bis 41 Grad, 10 Minuten lang. Es gibt ein Fieber, das geht etwa bei 38,5 bis 38,5, 39 Grad. Und dann muss man vorsichtig sein beim Aussteigen, dass es nicht schwindelig wird, und legt sich gleich in die Tücher ins Bett zu und schwitzt nach. Diese Therapie ist derart wirksam, dass, wenn man sofort macht, die Infektion gleich weg ist. Eine Therapie, die sich auch sehr lohnt zur Bekämpfung von Krebs, ist wissenschaftlich gut untersucht, die Wirkung aufs Immunsystem.